Hallo Menschen, heute kommt der intergalaktische Buchtag, in dem ich freundlicherweise von Steffis Leseleben getaggt wurde. Vielen Dank nochmal. Und es geht gleich los mit dem Weltall. Ein Buch, das nicht von dieser Welt ist und in einer anderen Welt spielt. Und ich entschied mich dafür Die Flusswelt der Zeit von Philipp Jorge Farmer. Ich bin mir mit der Aussprache nicht ganz sicher. Und das ist eben der erste Teil einer Reihe, die offensichtlich in der Flusswelt spielt. Idee dahinter ist, dass ein Großteil der Menschheit, nicht ganz alle, entlang eines riesigen langen Flusses eben auf einem Planeten wiedergeboren werden. Rundherum sind die Gebirge so hoch, dass man sie nicht überschreiten kann. Also sie leben alle entlang des Flusses, werden auch mit so Essen versorgt durch solche Kapseln und sie fragen sich einfach, was ist hier los? Ich bin mir ganz sicher, dass ich gestorben bin und der Dude da drüben, der ist auch vor 500 Jahren gestorben. Ich weiß, wer das ist, was ist nicht oder Ramses und sonst jemand läuft da rum. Auch Jesus in so einer kleinen Extra-Geschichte auf jeden Fall. Geht es darum, wie sind wir hergekommen? Hat das jemand mit uns gemacht? Ist das das Jenseits? Warum sind dann nicht alle hier? Es kann weder die Hölle noch der Himmel sein, also irgendwas geht hier ab. Ich fand es sehr, sehr interessant, die ganze Reihe. Danach fallen wir in ein schwarzes Loch. Ein Buch, das sich komplett in sich hineingesaugt hat. Gesaugt? Gesogen? Naja. Auf jeden Fall ist das Svetlana Alexejewitsch Tschernobyl. Einerseits war das sehr gut, das Buch immer mal auf 50 Seiten wegzulegen und kurz Abstand zu kriegen. Andererseits hat es so einen richtigen Sog entwickelt. Also ich hatte ja damals in der Rezension schon Probleme, mich da richtig auszudrücken. Ich war einerseits erschüttert teilweise, andererseits fasziniert. Das waren ganz, ganz tolle Erzählungen. Und das ist jetzt nicht direkt ein positives Buch, aber es ist auch nicht alles schlecht. Es wird viel kritisiert, aber also ja, ich fand es ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass es noch mehr Leute lesen. Es ist auch eine Art von Sachbuch, die mir sehr gut gefällt, dass einfach so viele Stimmen zu Wort kommen, dass es jetzt nicht einfach nur einer ist, der Fakten sammelt, sondern dass die Leute erzählen können, ja, was sie wollen eigentlich. Teilweise fängt es auch an und man fragt sich, was hat das gerade mit Tschernobyl zu tun? Und dann kommen sie langsam halt in ihrem Tempo dahin zurück und das hat mich wirklich fasziniert, wie es aufgebaut war, was die Leute erzählt haben und so weiter. Als drittes dann Lichtgeschwindigkeit, ein Buch, zu dessen Erscheinungstermin du am liebsten mit Lichtgeschwindigkeit reisen würdest. Es gibt nicht viele Bücher, auf die ich jetzt sehr hibbelig warte und mir ist mal wieder nur der letzte, dritte Teil der King Killer Chronicle Reihe eingefallen, also von Patrick Rothfuss. Ich würde langsam auch einfach gerne abschließen. Ich mag eigentlich keine Reihen. Ich liebe es, wenn Bücher in einem Band zu Ende sind. Es gibt ein paar Reihen, die ich verfolge, einfach weil ich die Ideen dahinter mag, aber lieber wäre es mir noch, wenn es in einem Buch geschieht. Und deswegen möchte ich ganz gerne, dass dieses Buch nun endlich mal erscheint. Als nächstes dann Nebula, ein Buch mit wunderschönem Cover. Diese Frage habe ich gefühlt schon 10.000 Mal beantwortet. Ich versuche jetzt mal ein anderes Buch zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das schon mal in der Kamera war bei mir. Aber es ist Ariel von Sylvia Plath. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Ausgabe. Wunderschön. Auch auf der Seite. Und das war's schon für die Antwort. Als fünftes dann Multiversum. Ein Begleitroman oder ein Spin-off zu einer Reihe. Ich habe nicht viele, um genau zu sein, habe ich nur zwei in meinem Regal entdeckt. Und zeigen möchte ich euch Lyras Oxford von Philip Pullman, das zur His Dark Materials Reihe gehört. Die werde ich wohl im Mai auch nochmal lesen für Chrissys Lese-Challenge. Da geht es darum, entweder ein Buch aus meiner Kindheit zu lesen, einen Kinderroman oder einen Roman mit Kinderprotagonisten. Das würde alles passen auf diese His Dark Materials Reihe. Und ich muss zugeben, ich habe dieses Buch nicht mehr genau im Kopf. Die Reihe an sich schon, aber was nun genau hier passiert, also sie stromert da glaube ich so durch diesen Ort. Aber mehr weiß ich auch nicht. Vielleicht wird es auch dafür einfach mal wieder Zeit, es nochmal zu lesen. Als nächstes dann die Gravitation. Ein Pärchen mit starker Anziehungskraft. Dafür musste ich eine ganze, ganze Weile überlegen. Oft sind die Pärchen in meinen Geschichten nicht so glücklich oder die es sind, haben mich jetzt nicht stark geprägt. Da musste ich nicht dran denken. Das Erste, was mir irgendwie eingefallen war, war dann das Phantom der Oper. Ich finde das kein gutes Pärchen. Keins von beiden. Das habe ich auch schon mal gesagt. Aber Christine und das Phantom haben mich vor allem in meiner jugendlichen Düsterphase sehr geprägt. Eher im Musical als in diesem Buch. Also vor allem die Version mit Ramin Kirimlu und der Frau namens Sarah Borges oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie sie heißt. Da gibt es einen Moment, da ist er so verhüllt. Also nicht mit seiner Maske, sondern in so einem Tuch und sie kommt so von hinten und falls ich die finde, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr auf YouTube, verlinke ich euch die nochmal. Die hat mich damals geprägt, was meine Vorstellung von romantischer Beziehung betrifft. Aber
Ja, im Buch finde ich es nicht ganz so toll. Ich möchte, dass Christine mit keinem der beiden zusammenkommt, im besten Fall. Danach gehen wir ganz weit zurück zum Urknall. Ein Buch, das dich zum Lesen brachte. Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen so an meine allererste Lektüre, aber das Erste, was mir wieder einfällt, was ich so auf eine gewisse Art und Weise suchtete damals in unserer Bibliothek, war sowohl die Gänsehaut als auch dann die Fear Street-Reihe. Vorher kann ich mich an nicht viel erinnern. Also ich weiß auch nicht, ob das noch vor Harry Potter kam. Ich glaube schon, also bei mir jetzt. Das waren auf jeden Fall die Bücher, die ich so stapelweise aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Und da ging es dann so richtig los, glaube ich. Ja. Als nächstes dann Asteroid, eine Kurzgeschichte oder Novelle, die du sehr magst. Bin mir nicht ganz sicher, ob es als Novelle gilt, aber es ist nur, naja, 124 Seiten lang. Es wäre Das Wort für Welt ist Wald von Ursula K. Le Guin. Und hier, also man kann es sich vom Titel her schon denken, es geht viel im Endeffekt um Umweltschutz, aber halt auf einem anderen Planeten. Es geht darum, wie die Menschheit den besetzt und, wie sagt man gleich nochmal auf Deutsch, also ausnutzt, aus. Also seine Bodenschätze und dergleichen stiehlt quasi, was auch Folgen für die Ureinwohner dort hat. Also die Ureinwohner sind andere Kreaturen als Menschen. Und das hat wiederum Folgen für die Menschen natürlich. Also es geht viel darum nachzudenken, was unsere Handlungen für Folgen haben und ja und so weiter. Das ökologische Gleichgewicht und dergleichen. Das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Und allgemein kann ich die Dame vor allem für ihre Science Fiction, die Fantasy habe ich noch nicht gelesen, sehr empfehlen. Vorletzte Aufgabe, die Galaxie. Ein Buch mit mehreren Point of Views bzw. Perspektiven. Und da kommt wieder ein Liebling aus dem Jahr 2015. Es ist Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada. Wir haben ja schon im Zentrum dieses Ehepaar, was eben in Aktion tritt, aber so einen ganz fließenden Übergang oft von einer Perspektive zur anderen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das habe ich damals auch in der Rezension gesagt, dass es manchmal so wirkt wie eine Kamera, die halt gerade auf die zoomt und wenn die gerade mit ihrem Gespräch mehr oder weniger fertig sind, dann rollt sie ins Stockwerk unten drunter zum Beispiel oder auf die Straße und man folgt dann kurz denen, die da vorbeilaufen. Also es ist kein Bewusstseinsschwamm, es ist schon eher traditionell erzählt, aber man hat auf jeden Fall viele verschiedene Perspektiven. Man folgt auch der Gegenseite und Leuten, die gegen unser Ehepaar intrigieren oder was heißt intrigieren, also einfach nicht auf ihrer Seite stehen. Und es ging mir sehr, sehr gut, dass man dadurch ein so volles Bild dieser Zeit bekommt. Und in der letzten Frage, das Raumschiff. Ein Buch, dessen Titel ein guter Name für ein Raumschiff wäre. An der Stelle muss ich unbedingt auf das Video von Buchgeschichten verweisen, die großartige Namen gefunden hat. Die sind, ich musste laut lachen, ich fand die super. Ich habe leider nur etwas ganz, ganz Langweiliges, weil Typisches und somit Banales gefunden, nämlich Himmelsstürmer. Dieses Buch habe ich noch nie in meinem Regal gesehen. Es gehört dementsprechend, glaube ich, meinem Partner. Es ist ein Lesezeichen mit italienisch Vokabeln auf Seite 14. Also ich glaube, er hat das auch nicht zu Ende gelesen. Es klingt aber hinten drauf gar nicht so schlecht. Ich lese euch mal kurz vor. Hungersnöte und ein Nuklearschlag haben die Erde in einen unterentwickelten Planeten verwandelt, der völlig abhängig von der eisernen Herrschaft der Orbitalstaaten ist. Ein Gelehrter wird zum Agenten, der einen Krieg zwischen den Barbaren der Erde und den Himmelsmenschen entfachen soll. Ach, entfachen? Ach, ich hätte jetzt gedacht, verhindern. Na gut, auf jeden Fall passt das ganz gut für ein Raumschiff, aber ist auch so ein bisschen platt. Also ich würde mein Raumschiff lieber irgendwie etwas kreativer nennen, aber ich habe nichts wirklich Tolles in meinem Regal gefunden. Aber für die Kreativität stelle ich dann einfach Buchgeschichten an, die kann sich was Tolles ausdenken und damit sind wir am Ende dieses Tags. Ich weiß nicht, ob derjenige Tags mitmacht, aber ich weiß, dass er auch viele verschiedene Science-Fiction-Sachen liest, möchte ich mal handverlesen taggen. Der war lange Zeit recht ruhig. Jetzt durch die Buchmesse hat er mal ein paar Videos wieder hochgeladen und auch seitdem schon wieder. Ich hoffe, er ist jetzt wieder dabei. Ich weiß nicht, ob er Tags macht. Vielleicht möchte er. Das wäre schön. Das klang jetzt irgendwie komisch. Es wäre wirklich schön, wenn du mitmachst. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über Kommentare und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.